Hallo und herzlich willkommen bei den Brick Freaks. Das ist Phil und das ist das Review von Guardian Bravo, ein weiterer von den Pacific Rim Uprising Mechs oder Jägern, wie sie da heißen. 512 Teile, ich habe so um die 16 € bezahlt und die Nummer ist schon wieder B0726D, wie bei allen anderen auch. Ich habe ehrlich gesagt langsam den Verdacht, dass das ein Komplettset war, dass sie mir in Einzelsets verkauft haben. Keine Ahnung, ich spreche ja leider kein Chinesisch, deswegen kann ich es nicht googeln. Egal, das tut ja jetzt für das Review nichts zur Sache, ob das ein Set war oder nicht. Hier ist er auf jeden Fall einmal rundherum. Ihr seht, Farbkombination weiß, rot und dunkelgrau. Außerdem hält er in der Hand eine coole Energiepeitsche, die man ihm auch tatsächlich aus der Hand nehmen kann. Der Kopf ist das einzig gedruckte Teil, alles andere, was ihr seht, sind Aufkleber. Davon abgesehen, 512 Steine, wie gesagt. Und die haben sie genutzt, um relativ viele nette kleine Details vorne und hinten anzudeuten. Verglichen mit zum Beispiel Saber Athena, den ich relativ, naja, trist finde, was Details und so angeht, ist der richtig gelungen. Steht auch sehr gut. Also ist ein guter Schwerpunkt, fällt nicht so leicht um. Ich nehme ihm jetzt mal die Peitsche aus der Hand, damit ihr das auch seht, wie es ohne aussieht. Und legen wir sie da unten hin. Ich drücke sie ihm nachher wieder in die Pranken. Wenn wir näher rangehen, könnt ihr gut erkennen, dass sie sich hier richtig Mühe gegeben haben und viele kleine Steine verwendet haben, damit die Oberfläche nicht so langweilig aussieht. Ich finde, dadurch entsteht der Eindruck, dass das wirklich ein großer Roboter ist, der viele bewegliche Teile hat. Die Jäger sind ja alle nur so zwischen 20 und 25 cm hoch, je nachdem, ob ihr diese Flügelchen da hinten mitzählen wollt oder nicht. Und da ist es schon relativ schwierig. Deswegen meines Erachtens eine gute Leistung, die sie da gemacht haben, gerade bei dem. Der Kopf sitzt eigentlich auch auf einem Gelenk und ist beweglich, allerdings ist er ziemlich eingebaut. Das heißt, ihr könnt ein bisschen rauf und runter klappen und ein wenig drehen. Viel mehr Bewegung ist nicht drin, aber reicht eigentlich auch. Also ein bisschen posen könnt ihr ihn schon. Das sind die beiden Gelenke an der Hüfte, die ihr hier seht. Vorne könnt ihr auch bewundern, wie schief ich die Aufkleber drauf gemacht habe. Meine Hände sind groß, meine Geduld ist klein, was soll ich sagen? Aber ja. Also das sieht ganz gut aus. Im Close-up wirkt es ein bisschen trist. In echt sieht es aber wirklich gut aus. Und man kann ihn halt schon gut bewegen. Die Kniegelenke von der Seite. Auch hier könnt ihr drehen, links und rechts bewegen. Ist auch nicht so zugebaut, dass ihr permanent Teile abhaut, wenn man auch an den Beinen schon ein bisschen aufpassen muss. Wie die anderen Sets ist auch das kein richtiges Spielmodell. Das hält zwar mit am besten zusammen, aber es hat eine Menge kleine Teile, die auch relativ leicht abfallen bzw. die ihr leicht abdrückt. Oben an den Schultern sind nur kleine Kugelgelenke bei dem, wie ihr sehen könnt. Ist nicht so schlimm, weil das ist eher alles total zugebaut. Also ihr könnt die Arme eh nicht weit nach oben drehen. Und dadurch, dass der diese Peitsche in der Hand hat, ist es eh ganz gut, dass die Arme eine gewisse Steifigkeit haben. Aber von den vier hat er schon die am wenigsten beweglichen Arme. Close-up von den Füßen sind auch schön detailliert, wie ich finde. Haben sich viel Mühe gegeben. Das gefällt mir auch sehr gut, wie sie das mit den Schlagstöcken gelöst haben. Problem ist leider, dass das ziemlich empfindlich ist und leicht abfällt. Von den vier Jägern ist das der Mech, der am besten zusammenhält, aber sein Schwachpunkt sind wirklich die Füße. Wenn ihr ein bisschen aufpasst, ist das kein Problem und er steht auch sehr gut drauf, muss man aber auch sagen. Die Steinequalität und die Klemmkraft bei diesem Jäger ist sehr gut, im Gegensatz zu Saber Athena mit den orangenen Steinen, die nicht besonders gut gesessen haben. Wenn er hier Teile abreißt, dann liegt das eigentlich ausschließlich am Bild. Manche Stellen sind halt sehr, sehr empfindlich oder frickelig gebaut. Das ist halt auch wegen den Details. Um mal langsam zum Schluss zu kommen, ich muss sagen, von den vier Jägern, die ich gebaut habe, gefällt mir Guardian Bravo mit am besten. Ich mag, dass er seine Waffe in der Hand hält und auch halten kann, ohne umzufallen oder ohne dass man die Hand austauschen muss, was ich ein bisschen arm finde bei den anderen beiden, die Waffen haben. Ich mag den Bild grundsätzlich mit den vielen Details, mir gefallen die Farben gut, er steht sehr gut und er macht halt auch Spaß zu bauen, was bei einem Klemmbausteinmodell halt mit das Wichtigste für mich ist. Und natürlich, er sieht gut aus im Regal. Ich meine, sie sehen eigentlich alle vier ganz gut aus und wenn man Mechs bauen möchte, hat man ja auch nicht so die Riesenauswahl. Kommen wir noch zur Anleitung. Wie bei den anderen Modellen ist die auch völlig unproblematisch und gut zu verstehen. Am Anfang ist, wie auch bei den anderen, ich meine, die sind auch alle vom gleichen Hersteller, kein Wunder, sind die Farben aufgelistet da oben.
Wäre nicht nötig gewesen, so viele Farben sind es nicht und man kann es tatsächlich mal richtig gut erkennen, so oder so. Solange man die Steine vorsortiert hat, ist das überhaupt kein Problem, das Ding zu bauen. Macht auch Spaß, weil viele nette kleine Detaillösungen gefunden wurden, wie man so eine große Maschine auf so kleinem Maßstab nett bauen kann. Und das Endergebnis, finde ich, sieht auch richtig gut aus. Deswegen, wenn ihr gerne Max baut und mal einen in Lego haben möchtet, dann holt euch das Ding. Und hier die vier nochmal in groß, damit ihr sie euch anschauen könnt. Gypsy Avengers leider verdeckt war. Unclevere Kamerapositionierung. Mir gefallen sie eigentlich alle vier, muss ich ehrlich sagen. Aber der hier ist definitiv eins der Highlights. Das war es ansonsten von mir. Wenn es euch gefallen hat und ihr das Review hilfreich fandet, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht natürlich auch gerne ein Abo, weil der Channel muss wachsen. Und ja, ansonsten hören wir uns hoffentlich bald wieder. Das war Phil von den Brick Freaks. Tschüss.